mal ehrlich, die meisten träumen doch davon, irgendwann einmal stinkreich zu sein. Die Wahrheit ist, wir alle hatten unsere Chance, Millionäre zu werden. I bought me some Bitcoin when it was just a dime. Wer früh genug zugeschlagen hat, schwimmt heute im Geld. 2011 kostete ein Bitcoin 1 Euro. 10 Jahre später sind es 50.000 Euro. Seit 2019 hat sich der Wert noch mal verzehnfacht. Und ab Ende 2020 ist der Bitcoin innerhalb eines halben Jahres um das 5-fache gestiegen. Je größer der Hype, desto größer die Angst beim Rest, etwas zu verpassen. Entweder ich muss später mal meinen Enkeln erklären, was Bitcoin ist, oder ich muss erklären, warum ich keine gekauft habe. Dabei ist der Bitcoin für viele noch mehr als nur das ultimative Rezept zum Reichwerden. If we're talking about like why is it revolutionary, is like you could say it's similar to say, you know, inventing the printing press, but it's confusing to some people and they might not see it that way. Natürlich kann der Kurs auch fallen und viele trauen dem Bitcoin nicht über den Weg. Mir sind Kryptowährungen unheimlich. Ein Spekulationsprodukt. Das Ganze ist ja nackt. Da steht nichts dahinter, kein Versprechen, nichts. Und dann kann es auch implodieren. Was denn nun? Revolutionäres Geld der Zukunft oder eine Blase? Und wie können Kryptowährungen überhaupt so wertvoll werden? Zugegeben, Kryptowährungen sind nicht ganz leicht zu verstehen. Irgendwie ein sperriges Thema. Meines Erachtens ist es so, dass Sie, um das Thema Bitcoin und Krypto zu verstehen, ungefähr 100 Tage Zeit investieren müssen oder 1000 Stunden oder sowas plus minus müssen Sie investieren. Ja, super. Dieser Film geht nicht mal eine halbe Stunde. Was soll's? Fangen wir mit dem Grundsätzlichen an. Unser ganzes Leben rennen wir dem Geld hinterher. Wir wollen es horten, so viel wie möglich. Wäre das Leben ohne Geld aber nicht viel einfacher? Ja, ohne Geld müssten wir immer versuchen, für das, was wir gerade wollen, etwas zu haben, was der andere, von dem wir das wollen, gerade braucht. Das wäre kompliziert. Nehmen wir mal einen Bäcker, der sein Brot unter die Leute bringen will. Und dann gibt es einen Schneider, der eines Morgens hungrig aufwacht. Und er möchte gern frische Brötchen zum Frühstück haben. Aber es gibt kein Geld. Und jetzt muss er irgendwas haben, das der Bäcker braucht, damit der Bäcker bereit ist, ihm die Brötchen zu geben. Wenn er Glück hat, der Schneider, braucht der Bäcker vielleicht gerade ein neues Hemd. Und dann läuft das Ganze, wobei man jetzt auch schon sieht, das Hemd ist wahrscheinlich mehr wert als die Brötchen, die der Schneider braucht. Und dann hat der Schneider plötzlich ganz viele Brötchen und muss gucken, ob er irgendwo in der Nachbarschaft jemand findet, der ihm die Brötchen abnimmt, vielleicht gegen Kartoffeln. Und eine Welt ohne Geld ist letztlich gar nicht denkbar. Im Laufe ihrer Geschichte haben die Menschen immer irgendetwas gefunden, was sie als Geld benutzt haben. In Asien und Afrika wurde mit den Gehäusen von Kaurischnecken bezahlt. Monetaria moneta. Als in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg das Geld wertlos war, zahlten die Menschen mit Zigaretten. Azteken und Maya zahlten mit Kakaobohnen. Es ist klein, es ist haltbar. Die Qualität muss einigermaßen erkennbar sein. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Eine Sache muss 3 Kriterien erfüllen, damit sie als Geld funktioniert. Sie muss leicht tauschbar sein, man muss mit ihr rechnen können und sie muss haltbar sein, damit man sie aufbewahren kann. Wir haben über die Jahre immer neue Dinge als Geld akzeptiert. Sind Kryptowährungen das nächste logische Kapitel in der Geldevolution? Schauen wir uns erstmal den Bitcoin an. Diese Münze hier ist nur ein Symbol. Den Bitcoin gibt es nur digital. Aber zuletzt hat er einen ziemlich großen Schritt in unsere analoge Welt gemacht. In El Salvador, einem kleinen Land in Zentralamerika. Mit 21.000 Quadratkilometern, gerade mal so groß wie Hessen.
El Salvador ist das weltweit erste Land, in dem der Bitcoin offiziell als legales Zahlungsmittel gilt. Das heißt, laut Gesetz kann man hier überall mit Bitcoin zahlen. Bis jetzt ist die Landeswährung in El Salvador der US-Dollar. Aber immer mehr Menschen kaufen sich hier und da ein paar Bitcoin-Anteile dazu. Que me llegó como a 245, hoy tengo como 220, ha bajado bastante. Angefangen hat alles im Dörfchen El Sonte. Hier startete 2019 das Bitcoin Beach Projekt. The idea was to have everyone in the village use Bitcoin for day-to-day services. Eine anonyme Person aus den USA hatte dafür Geld gespendet, als Startkapital. Das lockte Menschen aus der Bitcoin-Branche an. Sie programmierten Apps und erklärten den Menschen im Dorf, wie man mit Bitcoin bezahlt. We don't go to people and say, okay, let me explain you how Bitcoin works. And you will have to understand cryptography and economics, how money works. Like, no, you just show them a wallet and you said, okay, you know, there is a receiver and there is a sender and you have a QR code and it's very intuitive to people. Die Bitcoin-App ist für viele Menschen hier das allererste Quasi-Konto. Denn ein reguläres Bankkonto hat hier kaum jemand. Gebühren zu teuer, die Stadt zu weit weg. El Salvador ist eines der ärmsten Länder Lateinamerikas. Deshalb leben etwa 2 Millionen El Salvadorianer im Ausland und schicken regelmäßig Geld in ihre Heimat. Weltweit gibt es 170 Millionen Menschen, die ihre Heimat verlassen haben, um woanders Geld zu verdienen. 720 Milliarden Dollar haben sie 2019 insgesamt an ihre Familien nach Hause geschickt. Die meisten haben aber kein Bankkonto und mussten bisher extra Gelddienste nutzen, die hohe Gebühren verlangen. Und da kommen die Bitcoin-Überweisungen ins Spiel. In El Salvador, wo ein Viertel des Bruttoinlandsprodukts durch Geldsendungen aus dem Ausland besteht, hat sich die Bitcoin-Geschichte des Dörfchens El Sonte bis zum Präsidenten Nayib Bukele rumgesprochen. Und der verkündet Mitte 2020 etwas Unglaubliches. That is why next week I will send to Congress a bill that will make Bitcoin a legal tender in El Salvador. Plötzlich ist Bitcoin ein legales Zahlungsmittel, quasi eine zweite Landeswährung neben dem US-Dollar. Ein Teil der Bevölkerung fühlt sich damals überrumpelt und protestiert erstmal. Aber Nayib Bukele ist ein eher unbeirrbarer Typ, um es mal nett zu umschreiben. Man könnte auch sagen, ein autoritärer Landeschef. El Salvador gilt als ein gefährliches Land. Bandenkriminalität, Armut, eine extrem hohe Mordrate. Wenn das kleine Land mal in den Schlagzeilen ist, dann meistens mit schlechten Nachrichten. Nayib Bukele wird als der neue Retter in dem gebeutelten Land gefeiert. Trotz seiner autoritären Züge und seiner geringen Neigung zur Unbescheidenheit. Er inszeniert sich selbst mit Feuerwerk und als Lichtgestalt aus dem All, die gekommen ist, um nun das Land zu retten. Da ist es doch nur folgerichtig, so digital wie diese Lichtgestalt daherkommt, sollte auch das rettende Zahlungsmittel digital sein. Mittlerweile habe er über 1200 Bitcoin mit Staatsgeldern gekauft. Wert knapp 70 Millionen Dollar, verkündete er stolz. Aber ist das wirklich so eine gute Idee? Ich dachte, es ist eine Schnapsidee, weil einfach Bitcoin jetzt als Zahlungsmittel und auch als Recheneinheit völlig ungeeignet ist. Ich meine, die Schwankungen bei Bitcoin gehen ja schnell mal ein paar Tagen 10% rauf, 10% runter. Stellen Sie sich vor, ein Meter, was ja auch eine Maßeinheit ist, wäre heute das, morgen so und vielleicht übermorgen wieder nur so wenig. Das heißt, wir haben genau das Problem, dass wir jetzt einen Wertmaßstab haben, der wie so ein Gummiband ist. Innerhalb von Stunden kann der Kurs rapide steigen oder fallen. Weil es zu viele Anleger im Markt gibt, die auf das schnelle Geld spekulieren. Kaufen, wenn der Kurs niedrig ist, verkaufen, wenn er steigt. Genau wie beim gewöhnlichen Börsenspiel. In Martin Scorseses Film Wolf of Wall Street von 2013 wird durch die Figur des Mark Hanna eine zentrale Eigenschaft des Finanzmarkts verewigt. Der Kurs einer Aktie hängt nicht an ihrem realen Gegenwert. Nobody knows if the stock is gonna go up, down, sideways, or in fucking circles. It's all a fugazi. Fugazi, fugazi, it's a wazi, it's a woozy, it's a fairy dust. It doesn't exist. It's never landed. It is no matter. It's not on the elemental chart. It's not fucking real. Right? All right? All right.
Viele Menschen, die sich Bitcoin kaufen, sehen das Ganze als eine Casino-Party und hoffen auf das schnelle Geld. Und andere verlieren in der Aufregung zu schnell die Nerven. Und er erspart es. Die meisten von uns vertrauen noch eher dem gewöhnlichen Geld. Und auf dieses Vertrauen ist das Geldsystem angewiesen. Wir müssen daran glauben, dass die Sache, und sei es nur ein bedrucktes Stück Papier, wertvoll ist. Ja, Vertrauen ist natürlich ganz entscheidend, gerade beim Papiergeld, das ja keinen eigenen Wert hat. Und das Papiergeld lebt davon, dass ich davon ausgehen kann, dass, wenn ich nun bezahlen möchte, dass es auch allgemein akzeptiert wird. Doch genau diesen bedingungslosen Glauben an unser gutes altes Geld haben die Erfinder von Kryptowährungen über die Zeit verloren. Vor allem die Art und Weise, wie staatliches Geld, zum Beispiel Euro oder Dollar, hergestellt wird, stellen sie in Frage. A person with a special piece of paper, a commercial bank, can snap their fingers and then turn money, you know, make money pop into existence. Schon mal darüber nachgedacht, wie unser Geld eigentlich entsteht? Tja, wie entsteht Geld? Im Prinzip entsteht Geld aus dem Nichts. Stellen Sie sich vor, Sie wollen sich eine Eigentumswohnung kaufen. Und 100.000 Euro haben Sie schon gespart und die Eigentumswohnung kostet 300.000 Euro. Jetzt brauchen Sie also einen Kredit über 200.000 Euro. Dann gehen Sie zu Ihrer Bank und sagen, hier, ich möchte diese Eigentumswohnung kaufen. Und die Bank sagt, okay, 100.000 Eigenkapital hast du ja, dann gebe ich dir einen Kredit über 200.000 Euro. Und jetzt sind 200.000 neue, frische Euro im Umlauf. So geht das. Das Geld, das uns die Bank leiht, existiert eigentlich gar nicht. Die Bank hat es selbst gemacht. Aus Luft und aus Vertrauen. Sie hat eine Zahl in den Computer getippt. Sonst nichts. That doesn't take a very long time to explain. You don't need a semester-long class to figure out how this works. Aber steht das nicht im Widerspruch zum kleinen Einmaleins der Finanzwissenschaft? Könnte es sein, dass Finanztheoretiker hier irgendetwas vergessen haben? Die Haupttheorie des Finanzsystems in allen anerkannten Lehrbüchern ist, der Sparer spart, bringt das Ersparte zur Bank und die Bank gibt das Ersparte dem Investor. Aber wenn das gar nicht der Wahrheit entspricht und stattdessen bis zu 85% unseres Geldes aus dem Nichts geschaffen wird, wieso wird das ignoriert? Wieso das in der Wirtschaftswissenschaft jetzt heute noch immer nicht allgemein gut ist in den ökonomischen Modellen, ist wirklich schwierig. Ich glaube, es liegt daran, dass wenn das allgemein anerkannt würde, wir etwa 80-90% der ökonomischen Modelle abschreiben müssten. Und das wäre sozusagen eine Art Totalverlust für die Makroökonomie und deswegen macht man eben einfach so weiter. Heißt das also, dass die meisten Ökonomen zwar immer weiter rechnen, dies aber mit falschen Annahmen tun und die Realität dabei irgendwie ausblenden? Wenn meine Ökonomenkollegen das sehen, kriege ich Schimpfe, aber es macht nichts, es stimmt aber. Diese Ignoranz gegenüber der Herstellung der großen Mehrheit unseres Geldes hat in der Vergangenheit zu großen Erschütterungen geführt. Die globale Banken- und Finanzkrise 2007, 2008 zum Beispiel. Private Banken erschufen für den Immobilienmarkt immer mehr Geld, bis die Geldmenge außer Kontrolle geriet und alles zusammenbrach. Also die Finanzkrise ist ein Musterbeispiel dafür, dass natürlich diese Fähigkeit der Banken, Geld aus dem Nichts zu schaffen, dass die natürlich gefährlich ist, wenn man sie nicht richtig kanalisiert, wenn man sie nicht richtig reguliert. Nach der großen Krise wurden die Regeln verschärft. Banken müssen zum Beispiel jetzt mehr Eigenkapital nachweisen, um Kredite zu vergeben. Das soll solche Krisen in Zukunft verhindern. Die Eigenkapitalregulierung sind sozusagen die Geschwindigkeitsbeschränkungen in diesem Prozess der Kreditschöpfung. Und da hat sich sehr viel getan und die Geschwindigkeitsbegrenzung ist jetzt deutlich niedriger als vor der Finanzkrise. Und deswegen bin ich eigentlich ganz zuversichtlich, dass die Banken auch besser aufgestellt sind. Es bleibt ein ungutes Gefühl, denn was, wenn plötzlich alle ihr Geld von der Bank ausgezahlt haben wollen? Der Filmklassiker Mary Poppins von 1964 setzt der Liquiditätskrise ein Denkmal.
anything wrong. The bank won't give someone their money. Well, I'm going to get mine. Come along. In Mary Poppins sehen wir, was geschieht, wenn alle Kunden ihr Geld zurückhaben wollen. Die Bank hat einfach nicht genug Bargeld. Die Finanzkrise hatte eine ähnliche Dynamik. Und es ist wohl kein Zufall, dass kurz nach ihr die Geburtsstunde des Bitcoin folgte, also der ersten Kryptowährung der Welt. I mean, the reason people look at the Bitcoin white paper and Bitcoin in general and were like, oh my God, this is mind blowing. Everyone else was here and then Bitcoin was like, oh yeah, we're here. And so there's this just huge gap between what other people had been doing and what Bitcoin did. Kurz nach dem Höhepunkt der Krise, dem Zusammenbruch der US-Bank Lehman Brothers, veröffentlicht eine Person unter dem Namen Satoshi Nakamoto in einem Computerforum den Bitcoin-Code. Ein System, das unabhängig von Vertrauen funktionieren soll. Das Hauptproblem mit gewöhnlicher Währung ist all das Vertrauen, das benötigt wird, damit sie funktioniert. Ich habe ein neues Open-Source Peer-to-Peer E-Cash-System entwickelt. Es nennt sich Bitcoin. Komplett dezentral, ohne zentralen Server oder Drittparteien. Alles basiert auf Kryptographie anstatt Vertrauen. Probiert es mal aus. Wer war dieser Satoshi Nakamoto? Das weiß niemand. Er verschwand ein paar Jahre später und hinterließ keine Spuren. Man weiß nicht, wer er ist. Er ist letztendlich untergetaucht. Man weiß auch nicht, ob es ein Mann oder eine Frau war oder ob er aus Europa, aus Amerika kam. Man weiß auch nicht, ob es vielleicht sogar eine ganze Gruppe gewesen ist. Also alles unbekannt. Aber ist es überhaupt wichtig zu wissen, wer Satoshi Nakamoto wirklich war? Let's pretend I'm a pre-technological human. I'm like, you know, I'm running around. I'm trying to, like, you know, eat berries and nuts and not get killed by big animals. And, you know, let's say someone who's more advanced than I am comes along and shows me how to make fire. I learn how to make fire. Who that person is who showed me how to make fire, it matters. But to me, it really doesn't matter. What matters is I can set things on fire. Aber was ist das Explosive an diesem Bitcoin-Code? Der übrigens für alle einsehbar im Internet steht. Eine Open Source. Und ein sogenanntes Peer-to-Peer-Netzwerk. Also Bitcoin ist tauglich, Transaktionen durchzuführen, weltweit, Punkt zu Punkt. Also man könnte jemanden in Frankfurt haben, der ist in einer Bar, hat dort seinen Laptop aufgeklappt und der schickt dann den Gegenwert von 10 Millionen US-Dollar zum Beispiel nach Südkorea. Und es gibt niemanden, keine Behörde, keine Instanz, niemanden, der quasi diese Transaktion aufhalten könnte. There's no third party, there's no, you know, Bitcoin CEO who can hit the button and be like, oh, that's a bad transfer, I'm gonna reverse it. So it's effectively irreversible and you know, it's non-custodial. Es gibt also keine Bank, die sich dazwischen stellt, Gebühren berechnet oder eine Obergrenze für Überweisungen ansetzt. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch für kriminelle Machenschaften einsetzbar. Schmutziges Geld muss nicht mehr aufwendig in Ladungen von Bargeld gewaschen werden. Per Mausklick geht das alles schneller und einfacher. Spuren hinterlässt man aber trotzdem. Denn Höhe und Kontonummer von Kryptotransaktionen sind zwar anonymisiert, aber genau wie der Bitcoin-Code selbst öffentlich einsehbar. Letztendlich sind die Bitcoin-Transaktionen eben pseudonym, das heißt, die gehen von Adresse zu Adresse, ohne darzulegen, wem die Adresse exakt gehört. Wenn also Strafverfolgungsbehörden rausfinden, wem welche Kontonummer gehört, dann liegen alle Transaktionen offen. Das System ist also anonym und extrem transparent gleichzeitig. Und nur der Kontoinhaber selbst verfügt über den Zugang zu seinem Guthaben mit einem Passwort. Wenn das weg ist, dann ist alles verloren. Das heißt also, als ich die Coins verloren habe, waren es ungefähr 140.000 Dollar und ich war absolut am Boden zerstört. Also für zwei Wochen lang hat die Welt geendet für mich. Mittlerweile ist es 10 Jahre her und ich kann drüber lachen, aber natürlich der Wert ist nach wie vor gestiegen und mittlerweile sind es mehr als 200 Millionen Dollar wert. Bitcoin in its simplest terms is basically a network where no one owns your assets. Where there's a computer that handles all of the issuance, a computer network that handles all of the issuance, there's only a finite number of bitcoins that will ever go into circulation. Die magische Zahl lautet 21 Millionen Bitcoin, die jemals hergestellt werden. Der Clou ist, wie das geschieht. Bitcoin entstehen, wenn man komplizierte Rechenrätsel löst. Sobald alle Lösungen da sind, werden keine weiteren hergestellt.
Und deswegen wird Bitcoin oftmals eben auch so gesehen wie so eine Art digitales Gold. Gold ist ja auch beschränkt. Wenn Sie Gold fördern wollen, brauchen Sie eine Goldmine. Das kostet viel Energie, Bagger, Mitarbeiter und so weiter. Dann können Sie Gold fördern. Und ab und zu kommt dann quasi ein Goldkörnchen aus dem Boden sozusagen. Ja. Wie bei der Goldsuche entscheidet auch beim Bitcoin der Zufall mit, wer wann fündig wird. Gesucht wird statt mit schwerem Werkzeug mit großen Rechnern. Und der Code legt fest, mit der Zeit wird es immer schwieriger, fündig zu werden. Also der am Anfang dabei war, wo es leicht war, die Bitcoin zu schaffen, der hat richtig schnell Kohle gemacht. Und die Leute, die das heute versuchen, müssen eben unglaublich viel investieren. Grundsätzlich können wir alle beim Bitcoin-Mining mitmachen. Aber es lohnt mittlerweile nur noch, wenn man richtig viel Computerpower zusammenbekommt. Momentan ist es so, dass 6,25 Bitcoins pro 10 Minuten erzeugt werden. Das sind dann einige pro Tag. Und inzwischen sind wir so kurz vor den 19 Millionen Bitcoins, die erzeugt wurden. Und für die nächsten Jahre und Jahrzehnte verbleiben jetzt noch 2 Millionen Bitcoins, die erzeugt werden sollen, laut Plan, also quasi laut Algorithmus. Das Bitcoin-Netzwerk wächst und wächst. Der Fachbegriff für dieses Gebilde lautet Blockchain. Aber was genau ist das eigentlich? Also technisch gesehen ist die Blockchain eine ganz spezielle Art der Datenspeicherung. Also man könnte ganz vereinfacht sagen, sowas wie eine Art spezielle Datenbank. Eine Datenbank, die in Blöcke unterteilt ist. Warum? Damit sie Stück für Stück, Block für Block gespeichert werden kann. Ein neuer Block ist wie ein neues Schloss für das, was bisher auf die Datenbank geschrieben wurde. Wie ein Rechnungsbuch, das nie wieder verändert werden kann. Die Kette wird immer länger und sie existiert nicht nur einmal, sondern wird immer wieder komplett kopiert. Man muss sich das so vorstellen, dass es einige wesentliche Merkmale für ein Blockchain-System gibt. Das eine ist, dass Rechner geografisch verteilt sind. Also beim Bitcoin sind es weit über 10.000 Rechenknoten, die über die Welt verteilt sind. Teilweise in Europa, Nordeuropa, Asien, Amerika, überall. Und diese weit über 10.000 Rechenknoten, die synchronisieren sich gegenseitig. Das heißt, auf jedem Rechenknoten ist letztendlich die Datenbank gespeichert und diese Datenbank ist überall exakt dieselbe Datenbank. Und dementsprechend ist es egal, ob ich 10 Rechenknoten rausnehme oder vielleicht auch 100 oder 1000. Das Gesamtnetzwerk als solches wird immer überleben. Wie ein Pilz breitet sich das Netzwerk immer weiter aus. Der Grund für dieses aufwendige Geflecht? Dass niemand Bitcoin stoppen kann. Ich kann quasi Bitcoin nicht mehr aufhalten, weil es gibt ja kein Zentrum mehr. Es ist ja dezentral. Die Verbindungen sind so vielfältig, damit das Netzwerk für seine Feinde praktisch unangreifbar wird. So that process just keeps going and going, even if entire national governments want to turn it off. Genau das ist schon mal passiert. China hat den Handel mit Kryptowährungen verboten. Und auch das Mining, also die Herstellung von Bitcoins. Angeblich, weil das zu viel Strom verbrauchen würde und weil die wirtschaftliche, finanzielle und soziale Ordnung geschützt werden müsse. Geschadet hat es dem Bitcoin-Netzwerk nicht. Seitdem wird einfach in den anderen Ländern mehr geschürft, vor allem in den USA. Die Blockchain ist so eine Art gigantischer Axolotl. Wenn ein Angreifer dem Wassertier Arme, Beine, sogar Teile des Herzens wegbeißt, kein Problem. Der Axolotl kann all das einfach wieder nachwachsen lassen. Um zu sein wie ein Axolotl, braucht die gigantische Datenbank namens Blockchain vor allem eins: Strom. Also der Bitcoin-Algorithmus braucht insofern sehr viel Energie, weil natürlich Rechenprozessoren im Einsatz sind, die das Netzwerk am Laufen halten. Laut der Cambridge University verbraucht das Bitcoin-Netzwerk etwa 115 Terawattstunden im Jahr. Das ist mehr als so manches Land, zum Beispiel mehr als die Niederlande. Aber man kann das auch anders betrachten. Wenn man den Bitcoin mit anderen Industrien vergleicht, die auch viel Strom und Energie verbrauchen. Bitcoin braucht ein Zehntel der Energie der weltweiten Stahlindustrie. Klimaanlagen verbrauchen weltweit fast das 20-fache vom Bitcoin-Strom. Ist der Nutzen groß genug, um den Energieverbrauch zu rechtfertigen? Letztendlich muss man das so sehen, dass der Stromverbrauch so eine Art Schutzwall ist gegen Angriffe von außen. Der Stromverbrauch von Bitcoin ist eben Stand heute so hoch, dass es quasi keine andere Macht auf der Erde geben kann, die ebenfalls genauso viel Energie bereitstellt, um das Netzwerk in Anführungszeichen feindlich zu übernehmen. Weniger Energie verbrauchen kann der Bitcoin also gar nicht.
Umweltfreundlicher könnte er nur werden, wenn er mehr saubere Energie nutzen würde. Das Energieproblem des Bitcoin stärkt die anderen Kryptowährungen auf dem Markt. Ethereum zum Beispiel will weniger Energie verbrauchen, ist aber auch weniger dezentral organisiert, dadurch eventuell angreifbarer. One of the challenges with cryptocurrencies is that the barrier to entry is pretty low. So there's some pretty questionable, you know, cryptocurrencies out there. Mittlerweile gibt es zigtausende Kryptowährungen, die Bitcoin die Fangemeinde streitig machen wollen. Das ist wie Kunst, ja? Wenn Sie jemanden Farbe und einen Pinsel in die Hand geben, mit einer Wahrscheinlichkeit X fängt er an zu malen. Wenn Sie einem Informatiker eine Tastatur in die Hand geben, der programmiert halt los. Manchmal kommt eine App raus, dann kommt vielleicht eine Kryptowährung raus. Es ist halt einfach, wenn Sie so wollen, ein Ergebnis der Freiheit. This process of determining what is and isn't a good idea, it's kind of an open system. People can do whatever they want. Bei den meisten Kryptowährungen ist es fraglich, ob sie die nächsten 5 oder 10 Jahre überleben. Der Bitcoin ist robust, aber ob er immer weiter im Wert steigt oder crasht, kann niemand mit 100%iger Sicherheit sagen. Nayib Bukele, der schillernde Präsident, setzt jedenfalls alles auf diese Karte. Er hat einen gehörigen Anteil aus dem klammen Staatshaushalt in Bitcoin investiert und macht das Schicksal seines Landes von der Kurssteigerung abhängig. Wenn es klappt, ist El Salvador bald sehr viel reicher. Wenn es schief geht, leiden Millionen von Menschen. Höher kann der Wetteinsatz kaum sein. Ja, die Menschen spielen gerne, spekulieren gerne, sie gehen ins Casino, sie machen bei Lotto mit, sie machen Pferdewetten. Und deswegen glaube ich schon, dass die Kryptowährungen bei uns bleiben werden, aber sie werden keine zentrale Funktion wahrnehmen. Solange es genügend Menschen gibt, die ein Stück vom Käse abhaben wollen, und vor allem an den Käse glauben, werden sie zumindest eine Rolle spielen. A lot of people who have been drawn into the cryptocurrency space were drawn in just because they're greedy. They saw their friend down the block making buku bucks because they bought Bitcoin to, you know, buy drugs 5 years ago, and they're like, oh my God, I can buy a new house now. And then it's like, then people go, okay, maybe there's something to this. Trotz des Energieverbrauchs, hoher Risiken und viel Gegenwind von Staaten und Institutionen. Im letzten Jahr sind immer mehr Firmen und Banken ins Bitcoin-Geschäft eingestiegen. Ausgerechnet Banken. Naja, am Ende will niemand den Hype verpassen. Wenn man es mal wirklich also auf den gesamten Globus hochskaliert, sind es wahrscheinlich über 100 Millionen Menschen, die sich mit dem Thema Bitcoin inzwischen inhaltlich recht gut beschäftigt haben, vielleicht auch Bitcoins besitzen. Und es sind wirklich Hunderttausende Programmierer zum Beispiel, die auf der Ethereum-Plattform Tag für Tag programmieren. Das Geflecht der Kryptowährungen wächst im Moment rasend schnell. Ob es irgendwann einmal unser jetziges Geld ablösen wird, das wird auch davon abhängen, wie viel Vertrauen wir den neuen Währungen entgegenbringen.